Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir hatten gerade Spaß mit unseren Goliaths und dem ganzen anderen Getier, was hier so rumschleucht. Hey, Medikit! Ja, und jemand hat eindrucksweise ein Medikit gefunden. Ja, hinter dir. Ja, Medikit. Braucht doch kein Schwein. Doch, ich, gerade. Hier liegt eine Pistole drin, wir haben wir. Ist noch kein Heal-Skill? Nein. Also doch, wenn ich Gegner töte. Ah, okay. Nur ohne Gegner, bisschen kacke. Wird schwer. So, jetzt können wir erstmal die Asche abgeben, die wir uns letzte Folge geholt haben. Gucken, was er dann noch so für uns auf Lager hat. Ich kann sagen, wir haben einen Haufen Asche für dich. Diese Kinder kennen nun eine Ekstase, von der ich nur träumen kann. Danke, Fackel. Du sollst keine Götter neben dem Feuerhock haben. Unter uns sind Götzendiener. Verräter an ihrer einzig wahren Mutter, dem Feuerhawk. Sie folgen einem heidnischen Halbgott namens Scorch. Ich flehe dich an, vernichte diesen falschen Propheten und alle, die ihm Gefolgschaft leisten. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit. Clayton muss dir vollständig vertrauen. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Na dann. Wenn, als wenn Völkermord noch nicht genug wäre. Ja, ganz genau. Als wäre Völkermord noch nicht genug? Genau. Geht doch jeder. Völkermord. Das ist der kleine Bruder von Harrison Ford. Mhm. Cousine von Fotzi-Viech. Genau. Ich will hier dann eigentlich wieder ein paar Goliaths rum. Ab und an mal. Oh! Den hat's zerfetzt, würde ich behaupten. Ich kann sagen, da ist nicht viel übrig geblieben. Großartig. Der war schön. Loot. Kopf ist weg. Wir haben einen Goliath. Nein. Ja. Ach, Alter. Zwei. Jetzt in Ruhe lassen. So, ich würde sagen, wir stellen uns auf eine schöne Position und genießen das Schauspiel. Wow. Und wir fliegen erstmal durch die Gegend. Jo. Keine Gegner hier? Doch. Nein. Doch. Ach, da unten ist noch einer. Aber die Goliaths geben sich jetzt erstmal gegenseitig aufs Maul. Ach da! Was ist denn von mir? Wow! Hier ist noch ein Gegner. Gut, da hat ihn gerade jemand getötet. Wenn dann nur Erik. Ich sowieso immer. Komm mit. Ich bring den Goliath mit. Da ist noch einer. Ja. Jetzt haben wir noch einen zweiten. Gucken, wer den Spaß da überlebt. Erik schon mal nicht. Das würde sicher, ja. Ja, wenn der Vieh die ganze Zeit um mich draufhaut. So, hier gibt's einen weniger für dich. Ja, super. Na? Wir haben jetzt den Badass Goliath gekillt. Ja, wer wohl? Ich habe jetzt einen getötet, um zu überleben. Loot. So, zack. Warum hast du da nicht auf den Pyro geschossen, der eh schon fast tot war, der noch nicht entwickelt war? Nee, ich hab den Pyro erschossen. Los, Badass Goliath, töte ihn! Goliath hab ich nicht erschossen. Hund. Der ist einfach verbrannt. Body Slam! Jetzt so! Haha! Kommt! Er ist nicht bis hochgekommen. Na, der kommt schon noch nach. Das war's. Oh ja, er kommt. Los, prügel dich mit dem da. Nein! Ich schau doch da rum. Uah.
ob ich helfe ihm mal, er stirbt. War dann nicht mit Explosivwaffen. Ich hab leider nichts anderes. Hat drin. Damit schädigst du auf den Goliath. Was? Damit schädigst du auf den Goliath. Ja, ja. Mein Gott. Und hoch. Scheiße, bloß wenn man den Kopf nicht mehr sieht. Hat aber lange gedauert da unten bei euch. Hier liegt eine Assault Rifle. Mhm. Das mit 104. Explosion und 104, genau. Klingt doch gut, oder? Hm. Man ist besser. Ja gut, aber trotzdem klingt sie schon mal gut. Ja. Dann nehme ich die. Jetzt einmal links abbiegen. Bitte biegen Sie links ab. Da hinten sind schon wieder Spinnen. Hm, warte ab. Achso, wir kriegen gleich noch mehr, ja. Guck sie dir an. Oh, ich sehe es schon. Von der übrigens ein bisschen Abstand halten. War doch mal so frei, ne? Gute Idee. Hab ich öfter mal, nur nicht heute. Könnt ihr das Ding mal seinen Arsch zeigen? Ach, ich finde das ganz gut. Der falsche Prophet ist vernichtet. Der Feierhawk auf uns herablächelt. Spürst du es auch, junge Fackel? So gruselig dieser Kult auch ist, wirkt es schmeichelhaft, dass sie glatt den falschen Gott meinetwegen tun. Ich bin ein schlechter Mensch. Meine Fresse. Wow, wow, mit von den Viechern. So, und zurück zum Feuermeister. Kane. Clayton. Clayton? Na komm, Clayton, Kane ist doch fast dasselbe. Ja. Woher kommt nochmal Clayton? Irgendwoher habe ich das? Tarzan. Ah, ja, genau, der lief ja letztens noch. Ich glaube, da kommt das auch bei mir gerade her. Ah, jetzt kann man wieder was schön Interessantes zeigen. Hier. Ja. Verschieße 10.000 Kugeln, 7.500 schon geschafft. ihr seht das, dieses Stromdinge hier? Ja. Da muss man reinlaufen. Nee, die Leitung, die da oben lang führt, der musst du hinterherlaufen. Na dann. So. Oh, Munition ist sehr gut. Oh ja. Oh. Ich hab nämlich so gut wie gar nichts mehr, warum auch immer. Nein, 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 nein. Was? Boah. Ich hatte einen rasenden Goliath vor der Schnauze und hier auf dem dünnen Steg ist das ein bisschen ungünstig. Ja, stimmt. Ich hab den rasenden Goliath gesehen, ich hab auch drauf geschossen. Jo. Wenn ihr dann hier hinter guckt, hinter die Hütte, wo ich da gerade bin. Da ist ein elektrischer Sicherungskasten. Diese widerlichen Plünderer, die außerhalb des alten Dahldamms operieren, kommst du? Brannten über Wochen hinweg die Tore von ja, ich muss erst nochmal hochklettern. Bis sie urplötzlich aufhörten. Überall um die Bloodshot-Camps herum sind Brände. Das kann man zerstören. Kein Mensch könnte die Bloodshot-Camps auch noch ein paar Pistolen. So brutal, so wundervoll ausschalten. Nur ein Gott konnte so ein Meisterwerk vollbringen. Ja. Genau. Hier, explosiv, voll so schnell wie du abdrücken kannst und... Na, okay. Können wir mal die Hütte zeigen, was sich jetzt verändert hat?
kein Strom mehr. Strom ist aus und wir haben eine legendäre Beutekiste. Soul Drive? Was ist denn die? Die Assault Rifle. Nee. Dann nehme ich die mit, kann man wenigstens verkaufen. Ja. Ich hab's jetzt eigentlich erstmal liegen lassen, damit ihr euch die angucken könnt. Ja. Zum Verkaufen hätte ich die auch mitgenommen. Kennst ja Erik. Wenn du es nicht nimmst, ist es weg. Ist doch bei dir das selber. Ja. Also. Aber gerade warst du's. Ja. Gebe ich auch offen gleich zu. Kein Problem damit. An solchen Stellen macht das Geschütz einfach nur Sinn. Ja. Und ich kann Bock, mich mit den kleinen Scheißviechern die ganze Zeit im Kreis zu drehen. Dann sag gerade bei mir so aus, als würdest du bei jedem Schuss nach hinten fliegen, Tobi. Ey, guckt euch mal bitte meine Granaten an. Tobi? Guck mal. Bing, bing. Zu geil. Wie ein Flummi. Ja, Pouncing. Ceridium habt ihr mitgenommen, ne? Ja. Und dann gibt's auch noch Teleportgranaten. Die teleportieren sich an dem Punkt, den du gerade anvisiert hast. Da ist ein Badass Psycho. Ja, okay, ich sehe ihn schon. Bounce. Ja, Erik, schön, dass du hinter mir stehst und mir meinen Rückweg blockierst. Sehr nett. Ich hab dich gerade nicht mal gesehen. Ich stand direkt vor dir. Vor mir? Wenn ich zoome, sehe ich das teilweise nicht. Oh ne, nicht mehr. Nee, dann wieder Iridium. Mein Gott. Das ist aber mal gut gewesen hier. Möchte ich hoffen. Hier liegt nur eine Pumpe, wer haben möchte. Ja. Wenigstens eine grüne, oder? Ja. Na gut, die besser ist als meine. Ich habe eine blaue Pumpe. Soll ich schon mal abgeben? Ja, kannst du machen eigentlich. Diese Typen sind komplett durchgeknallt, aber sie schaden nur sich selbst und diesem Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Die Entflammung steht kurz bevor, Fackel. Der Firehawk hat im Traum zu mir gesprochen und ein weiteres Opfer verlangt. Nein, hab ich nicht. Verbrennung seines Lieblingssohnes, des Zwergs namens Matchstick. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort haust, entflammen. Übrigens, man kann die Toilette jetzt öffnen, ne? Ja, und warum? Weil er da drin ist. Ich will eins sein mit dem Firehawk! Matchstick. Ich hab den mal mitgenommen, ja. Ja. Hat dem Firehawk nur mit einer Flammenpistole und seinem Glauben gewaffnet. Über 100 Menschen leben da. Über 100? Wow. Aber das waren doch bestimmt alles nur Kultanhänger, oder? Oder? Garantiert nicht. Also zum Frachter, schätze ich mal. Ja. Zum Frachter! Auch zum Frachter. Übrigens für die nicht-englisch sprechenden unter unseren Zuschauern. Der Wortwitz ist Matchstick, bedeutet Streichholz. Mhm. Na, wie machen wir mal Schnellreise? Oh, ich geh mal noch mal ganz kurz kaufen und so. Halb tot? Das krieg ich wieder hin. Plop. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Kaufen könnte ich aber mal. Mhm. So, und Munition. Da
hatte ich ja ein bisschen Knappheit gerade. Warum gibt es eigentlich keine Raketen? Uncool. Komm später erst. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Also in Sanctuary kann ich die kaufen. Ja, da kommt in den anderen Shops später auch, in den Gebieten noch nicht, weil du eigentlich auf dem Level hier noch nicht so wirklich was mit Raketenwerfern zu tun hast. Ja. Deswegen machen die das nicht. Immer mit der Ruhe, oder wie? Tobi ist noch in einem Menü. Ja, ich brauche noch Muni. So, okay, wenn du fertig bist. Ja. Eins und... Und tschüss. Energie! Surveyor-Bots reparieren beschädigte Hyperion-Loader. Du wirst lernen, sie zu hassen. Ja, ist klar. Wie lange waren wir hier schon nicht mehr? Ja, das ist schon ein bisschen her. Ja. Hier hat alles angefangen. Oder hier in der Nähe, besser gesagt. Angefangen hat alles in einem Zug. Ja, deswegen sagte ich ja hier in der Nähe. Die sich freuen, uns wieder zu sehen? Stimmt nicht. Hey, Freundchen. Boah, schon fast gar nicht stehen bleiben für die, ey. Nee. Ich nehm's eigentlich im Vorbeigehen mit. Was man hat, hat man, ne? Mhm. Das Wandern ist das Müll, das ist... Oh, Hänschen klein singen. Hänschen klein, ging allein. In eine psychotische Welt hinein? Hier war auf jeden Fall. Was sagen wir, fehlt noch. Auf zu einem altbekannten Gesicht. Ach, die sind ja respawn. Ja, klar. Wüsste ich nicht. Oh, die Panzer. Der hat nun keine Gegner mehr. Ach, da. Der Wert hat schon mal zerlegt. Ich wechsle mal kurz meine Waffe. Und der Kleine ist auch tot. Ja, jetzt fehlt nur noch Boom. Hinter dir. Hände auf. Na, wo wollen wir hier hin? Sah sehr schön aus. Ja, Geschoss ist gut. Lass ihm doch auch seinen Spaß. Da hinten ist eine Toilette. Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Na klar. Wow. Hat sich total gelohnt. Wie immer. Was dahinter brennt. Macht nichts. Ich weiß, dass ich heiß bin, von daher. Oh ne, nicht die schon wieder. Oh doch. Ich hab gesagt, nein, nicht die schon wieder. So, oh doch. Nein! Da kommst du nicht drum herum jetzt. Und weiter Jades. Weiter geht's. Und zwar weiter geht's in der nächsten Folge, würde ich behaupten. Stimmt. Ist schon wieder so weit. Die zwei haben noch die Ehre.
Ganz genau. Okay, dann verabschieden wir uns und sehen uns in der nächsten Folge, ne? Jo, bis dahin. Bis dahin.